Moin, was geht? Mein Name ist Jonas und heute schauen wir uns mal die App GarageBand unter iOS an. Ich wollte schon länger mal ausprobieren, wie gut man ausschließlich auf dem Handy nur mit Touchsteuerung einen Track bauen kann und welche Erfahrungen ich dabei gemacht habe und was am Ende dabei rausgekommen ist, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! GarageBand ist nicht nur für iOS, sondern auch für iPadOS und Mac kostenlos verfügbar und auf jedem neuen Apple-Gerät vorinstalliert. Im Endeffekt handelt es sich bei der App um eine etwas abgespecktere und einfachere Version von Apples Logic Pro X, mit der ihr Musik machen könnt. Ich hatte GarageBand vor ein paar Jahren mal auf einem mittlerweile 12 Jahre alten iPod Touch der 5. Generation benutzt, allerdings ist das schon ewig her und war noch weit bevor ich richtig mit der Musikproduktion angefangen hatte. Ich hatte mich damals nur oberflächlich mit der App beschäftigt und selbst davon auch schon wieder viel vergessen, daher musste ich mich am Anfang erstmal wieder kurz zurechtfinden. Wenn man ein neues Projekt erstellt, gelangt man erstmal in die Instrumentenübersicht, um sein erstes Instrument, mit dem man starten möchte, auszuwählen. Hier kann man von Gitarren über Bässe oder Drums alle wichtigen Instrumente, die einem so in den Sinn kommen, auswählen. Was auch möglich ist, ist, dass man seinen eigenen Gesang aufnimmt oder echte Instrumente wie eine Gitarre oder einen Bass anschließt. Außerdem kann man aus dem App Store Drittanbieterinstrumente laden, was ich persönlich auch sehr cool finde. Ich habe mich nämlich vorher gefragt, ob GarageBand Support für externe Plugins bietet und dass man nicht auf die Apple-eigenen Plugins beschränkt ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was den Stil angeht, wollte ich mich etwas Richtung Rock oder Metal bewegen. Für den Anfang wollte ich außerdem nicht direkt den ganzen Track bauen, sondern mich auf einen Pre-Chorus und einen Chorus beschränken. Angefangen habe ich mit den Drums für den Chorus. Zuerst habe ich versucht, selbst was einzuspielen, jedoch habe ich schnell festgestellt, dass ich Schlagzeug null über Touch-Eingabe spielen kann und das irgendwie echt fürchterlich finde. Daher habe ich für die Drums auf ein Feature von GarageBand zurückgegriffen, das ich persönlich ziemlich cool finde, die virtuellen Drummer. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr könnt euch zuerst einen Drummer aus einer Musikrichtung eurer Wahl aussuchen. Anschließend könnt ihr diverse Parameter festlegen, aus denen dann automatisch ein Drumbeat erzeugt wird. Das Ganze funktioniert live. Wenn ihr also ein Parameter anpasst und zum Beispiel ein anderes Hi-Hat-Pattern haben wollt, wird das direkt innerhalb kürzester Zeit angepasst. Nachdem die Drums standen, habe ich meine erste Idee für den Bass geschrieben. Auch beim Bass habe ich gemerkt, dass ich mit der Touch-Eingabe nicht ganz warm werde, auch wenn es hier schon besser geklappt hat als auch bei den Drums. Trotzdem habe ich lieber darauf zurückgegriffen, die Noten einfach per MIDI einzuzeichnen. Als nächstes Instrument habe ich dann noch eine begleitende Gitarre hinzugefügt, die einfach nur Akkorde spielt. Auch hier habe ich die Töne wieder per MIDI eingezeichnet. Zum Abschluss wäre es natürlich am optimalsten gewesen, wenn ich nur passende Vocals gehabt hätte, die ich auf den Track hätte legen können. Die Auswahl an Sample Packs in GarageBand ist zwar ziemlich groß, leider habe ich aber trotzdem keine passenden Rock- oder Metal-Vocals gefunden und selber singen kann ich leider auch nicht. Stattdessen habe ich daher dann nach einem Melodie-Sample gesucht. Ich bin dann auf ein Vocal-Sample gestoßen, das etwas verzerrt ist und das glaube ich ganz gut als Melodie in den Track passt. Nachdem ich dann also alle grundlegenden Elemente des Tracks zusammen hatte, habe ich mich bei einem ersten groben Mixing versucht. Vorgegangen bin ich dabei so wie sonst in FL Studio auch und habe erstmal geschaut, dass alles von der Lautstärke her ungefähr zusammenpasst und kein Instrument zu laut oder zu leise ist. Während des Mixings habe ich dann aber festgestellt, dass der Bass mich noch nicht ganz glücklich macht. Deswegen habe ich den Bass dann leicht umgeschrieben, was aber nichts Wildes war, denn im Endeffekt habe ich einfach nur aus den Noten 16 zu Noten gemacht, damit der Bass durch die kürzeren Noten etwas treibender ist. Nachdem ich mein Problem mit dem Bass behoben hatte, bin ich auf den eigentlichen Mixer gestoßen. Entdeckt habe ich das zufällig, da mir oben in der Menüleiste das Mixer-Symbol aufgefallen ist, wodurch dieser dann geöffnet wird. Neben der Lautstärke der Spur kann man hier auch Effekte hinzufügen. Von der Auswahl der Effekte war ich positiv überrascht, denn ehrlicherweise hatte ich irgendwie damit gerechnet, dass es nach Hall, Echo und vielleicht auch Distortion ziemlich schnell vorbei ist. Allerdings gab es dann doch noch ein paar Effekte mehr. Um etwas von den Effekten Gebrauch zu machen, habe ich die Melodie dann einfach mal mit etwas Distortion und Hall versehen. Damit dem Chorus noch etwas mehr passiert, habe ich abschließend noch eine Rhythmusgitarre hinzugefügt.
dem Chorus habe ich dann noch einen Pre-Chorus gebaut. In GarageBand kann man Songs in verschiedene Abschnitte einteilen und zuerst wollte ich einen eigenen Abschnitt für den Pre-Chorus machen. Jedoch kann man scheinbar nicht kontinuierlich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abschnitten scrollen, sondern springt immer so ein bisschen hin und her. Ich fand das in dem Moment irgendwie etwas nervig, weshalb ich einfach den Abschnitt, den ich schon für den Chorus hatte, auf 16 Takte vergrößert habe. Wenn ich wirklich einen kompletten Song von vorne bis hinten in GarageBand bauen würde, würde ich aber denke ich auch mit Abschnitten arbeiten, einfach damit man eine etwas bessere Übersicht hat. Was mir noch aufgefallen war, als ich durch die Einstellungen gescrollt hatte, war, dass die Tonart der verwendeten Samples und somit auch der Rhythmusgitarre und der Melodie scheinbar an die Projekttonart, in meinem Fall C-Dur, angepasst wird. Daher habe ich die MIDI-Akkorde der begleitenden Gitarre und des Basses noch kurz angepasst, damit auch alles die richtige Tonart hat. Für den Pre-Chorus habe ich dann noch einfachere Drums gebaut, die aus einer Kick und einer Snare bestehen. Als Begleitung habe ich außerdem einmal die Gitarre aus dem Chorus dupliziert und dann noch eine weitere Gitarre drübergelegt, die leichte Akzente im Hintergrund spielt. Auch für den Pre-Chorus hätte ich eigentlich ganz gerne Vocals gehabt, aber aufgrund der fehlenden Samples muss ich da eben drauf verzichten. Am Ende habe ich als letzten Feinschliff die Drums im Pre-Chorus nochmal etwas überarbeitet, indem ich etwas am Kick- und Snare-Pattern geschraubt und eine Hi-Hat hinzugefügt habe. Außerdem habe ich noch ein Pad als weitere Begleitung für den Chorus hinzugefügt. Der finale Track, den ich mir zusammengebastelt habe, klingt so. Was mir in GarageBand wirklich gut gefallen hat, ist die große Auswahl an Soundpacks, die einem kostenlos zur Verfügung stehen. Auch mega cool fand ich die virtuellen Drummer. Die Möglichkeit, mit ein paar Mal Tippen professionelle Drumgrooves in verschiedenen Stilen zu erzeugen, ist vom Workflow her einfach mega angenehm und liefert einem viel schneller ein gutes Ergebnis, als wenn man sich das selbst zusammenbasteln müsste. Drums selber live einzuspielen ist zwar immer noch besser, aber wer hat da schon unbedingt den Platz und das nötige Equipment für? Die Touch-Steuerung finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das liegt aber nicht mal speziell an GarageBand, ich bin es einfach nur aus den letzten 7 Jahren gewöhnt, mit Maus und Tastatur meine Musiksoftware zu bedienen. Um mich mit der Touchsteuerung zurechtzufinden, bräuchte ich definitiv nur mehr Eingewöhnungszeit, da man eben nicht so viele physische Tasten wie am PC hat. Aber ich glaube, zu erwarten, nach 2 Stunden schon voll im Workflow drin zu sein, wäre auch ziemlich utopisch. Dass man mit GarageBand da unterwegs jederzeit die Möglichkeit hat, mit seinem Handy Musik zu machen, ist aber eine mega coole Sache. Würde ich also in Betracht ziehen, häufiger mal auf dem Handy Musik mit GarageBand zu machen? Ehrlich gesagt, absolut nicht. Zumindest nicht ernsthaft. Als kleine Spielerei zwischendurch, wenn man zum Beispiel mal im Bus oder in der Bahn sitzt, finde ich es auf jeden Fall nett, aber ernsthaft ganze Songs auf einem kleinen Handy-Display zu machen, fühle ich persönlich einfach nicht so. Auf dem Mac könnte ich mir das schon eher vorstellen, weil der Bildschirm einfach größer ist und man Tastatur-Shortcuts benutzen kann, aber selbst da würde mich wahrscheinlich abschrecken, dass nicht alle Drittanbieter-Plugins, die ich aktuell unter Windows benutze, kompatibel wären und dass ich dann doch zu faul wäre, eine komplett neue Software richtig zu lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und verabschiede mich.